Redner ist der Kollege Max Straubinger für die CDU-CSU. Ja, verehrte Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja heute wiederum die beiden Anträge von der Linksfraktion zur Aussetzung letztendlich des CETA-Verfahrens. Und ich glaube also, dass die Bedeutung den Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion nicht bewusst ist, was es bedeutet, einen großen Freihandel auch mitzugebieren und dementsprechend den auch mitzugestalten. Und ich verstehe eigentlich nicht diese ablehnende Haltung gegenüber CETA oder auch genauso TTIP, denn letztendlich beruht unsere Volkswirtschaft und der Erfolg unserer Volkswirtschaft und vor allen Dingen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in unseren erfolgreichen Betrieben arbeiten, darauf, dass wir großen Freihandel mit in der Welt und mit vielen Ländern auch haben. Und unter diesem Gesichtspunkt sollte man auch diese Vereinbarungen mit bewerten. Herr Kollege Ernst, Sie waren ja selbst also Betriebsrat und müssten ja wissen, und zwar in einem international tätigen Unternehmen, was es bedeutet, Zugang zu anderen Märkten zu haben. Und genauso, ja, aber die kann man immer verbessern. Herr Kollege Ernst, das kann man immer verbessern. Und bei CETA ist, und bei CETA liegen ja die Vorteile auf der Hand. 99% der Zölle und der Barrieren werden letztendlich abgebaut und damit ein besserer Marktzugang für unsere Produkte auch mitgeschaffen. Zum Segen für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil sie damit dauerhaft krisenfeste Arbeitsplätze auch mit in der Zukunft haben werden. Sie als sich bezeichnender Arbeitnehmervertreter müssten eigentlich ein glühender Unterstützer sein von TTIP bzw. von CETA, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und dasselbe gilt dann natürlich, dass wir uns und EU-Firmen sich an Ausschreibungen beteiligen können der öffentlichen Hand in Kanada, das bisher nicht möglich ist. Da gilt auch genauso, wie es bei Amerika ist, bei Amerika gilt dort bei Kanada. Das bedeutet aber für uns Marktzugänge und damit auch entsprechende Möglichkeiten für unsere Firmen, sich auch dort zu engagieren. Und ich glaube, das ist doch, muss unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein, im Sinne unserer Exportwirtschaft hier mitzuarbeiten. Denn 50% unserer produzierten Dienstleistungen, Waren und Güter gehen in den Export, liebe Kollege Ernst und verehrte Kolleginnen und Kollegen der Linken, die sich immer so brüsten, für Arbeitnehmer mit einzutreten, aber in dem Fall letztendlich nichts für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit bereit sind, in Verträgen hier auch mitgestaltend beizutragen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben auch, und das ist ja mitentscheidend, darauf geachtet oder in den Verträgen, die die EU hier ausgehandelt hat, dass unsere Daseinsvorsorge und vor allen Dingen auch unsere kommunalen Einrichtungen auch geschützt bleiben. Und das ist ja auch ein wesentlicher Beistand und wesentliche Grundlage, die wir mithaben. Und dasselbe gilt für Urheberrechte in besonderer Weise auch für regionale Herkunftsbezeichnungen, die auch etwas wichtiger Bestandteil hier unserer Produkte auch mit sein können. Dementsprechend, dass dies hier auch gesichert bleibt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir eine positive Einstellung hier wesentlich besser hiermit bedeutet, dass wir Vernünftiges für die Menschen in unserem Land damit erzeugen. Aber ich habe den Eindruck, dass es ständig um Grundsätzliches geht. Die Vertreter der Linken, aber auch vom Bündnis 90, die ja letztendlich auch Vertreter der Globalisierungskritiker sind, die können sich mit solchen Vereinbarungen, ob TTIP oder CETA, in keinster Weise identifizieren. Herr Kollege Straubinger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Ja, von Kollegen Ernst immer. Doch, sage ich. Herzlichen Dank. Ich wollte noch mal auf folgenden Gegenstand zu sprechen kommen. Herr Straubinger oder Max, wir kennen uns ja doch ein bisschen.
So ist die Welt, gell? Von Bayer zu Bayer. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass wir ja jetzt auch darüber diskutieren, ob wir das vorläufig anwenden sollen. Wärst du mit mir der Auffassung, dass wenn man selbst all das akzeptieren würde, was hier eingebracht wurde, die großen Chancen, dass es dann nicht trotzdem sinnvoll wäre, angesichts der großen Zweifel in der Bevölkerung, ob dem auch so ist, wie dargestellt, dass man dann, bevor man diese Dinge in Kraft setzt, eine entsprechende Debatte im Parlament hätten, mit entsprechender Abstimmung, mit entsprechendem Ratifizierungsgesetz, bevor man diese Dinge vorläufig in Kraft setzt und sie dann nicht mehr zurückzuholen sind. Unabhängig dieser Argumentation wäre doch das sinnvoll. Und die zweite Frage, die ich hätte, ist dargestellt worden, die großen zusätzlichen Möglichkeiten für die Exportindustrie. Also ich weiß, dass die Exportindustrie gerade zum Beispiel Automobil höchst erfolgreich ist, dass wir da jetzt schon Exportweltmeister waren, pro Kopf immer noch sind, also eigentlich gar keine Probleme haben, die gelöst werden müssen. Dass aber gegenwärtig zum Beispiel in Handelsabkommen bei TTIP geregelt wird, dass nur dann es einen Fortschritt gibt beim Zugang zum Automobilmarkt in den USA, wenn man gleichzeitig, ich sage mal, das zu Lasten unserer Bauern geht. Und jetzt sind wir Bayer aus Bayern, da gibt es auch Bauern. Wie wollen wir denn das hinkriegen, dass wir sagen, die Bauern müssen dafür bluten, dass wir noch mehr Exporte haben bei der Automobilindustrie? Ist das nicht ein bisschen daneben? Lieber Kollege Ernst, wenn Sie die Debatte aufmerksam verfolgt hätten, dann hätten Sie auch die Grundlagen erfahren der verschiedenen Vorredner, die sehr dargestellt worden sind in Bezug der eines vorläufigen Inkraftsetzung. Der Kollege Bayer hat es dargestellt, der Kollege Wiese hat es sehr zutreffend dargestellt, welche Mechanismen wir haben auf der europäischen Ebene, die wir im Lissabon-Vertrag ja vereinbart haben, und an diese sollte man sich halten. Natürlich kann man wieder unterschiedlicher Rechtsauffassung sein, wie immer. Zwei Juristen, drei Meinungen unter Umständen, also es geben kann, also Entschuldigung, gegenüber den Juristen. Aber es ist hier immer auch darauf zu achten, was ist gültiges Recht. Und das gültige Recht erlaubt eine vorläufige Inkraftsetzung in einzelnen Bereichen. Und die sind abgegrenzt. Jetzt kann man sich über die Abgrenzung Fragen treffen, streiten. Ich bin nicht der Meinung, wie der Kollege Wiese es ausgedrückt hat, dass wir zumindest dann noch die Investitionsschutzklausel ausnehmen sollten. Denn das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil, wo sich Firmen darauf verlassen müssen können, dementsprechend dann auch Schutz zu haben bei ihren Investitionen, wobei das zwischen Deutschland und Kanada vielleicht weniger problematisch ist. Lieber Kollege Wiese, es wisst vielleicht, wir haben da 28 EU-Länder, wo wir unterschiedlichste Rechtsauffassungen mit zu beachten haben. Nein, Kollege Ernst, das ist noch nicht vorbei. Denn es kommt ja noch der zweite Teil. Es kommt ja noch der zweite Teil der Fragebeantwortung. Und der zweite Teil, da möchte ich schon darauf hinweisen, Sie versuchen jetzt natürlich einen Keil zu treiben zwischen Industrie und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Bäuerinnen und Bauern. Und das ist ein völlig unstatthaftes Verfahren, was Sie hier tätigen. Denn auch gleichzeitig werden die Agrarmärkte geöffnet für die europäische Landwirtschaft. Es wird gleichzeitig hier mit diesen Abkommen eröffnet, dass wir für Milch, Käse und sonstige Produkte einen besseren Zugang haben hier nach Kanada. Und das müssen Sie in den Vordergrund stellen und nicht hier darstellen, einfach plakativ, hier würde Industriepolitik ausgespielt gegen Landwirtschaft, sondern im Gegenteil, hier werden für beide Bereiche besondere Möglichkeiten des Handels bzw. des Austausches geschaffen, und zwar zur gegenseitigen positiven Entwicklung, lieber Kollege Ernst. Und jetzt können Sie sich setzen. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch darauf hinweisen, dass Schiedsgerichte per se ja nichts Schlechtes sind, weil über das wird ja meistens gestritten. Und ich kann auch nicht erkennen, dass die 130 oder über 130 Abkommen von Deutschland mit anderen Ländern, wo überall private Schiedsgerichte vereinbart worden sind, dass die irgendwo negative Auswirkungen in den betreffenden Ländern, ob uns gegenüber Deutschland oder umgekehrt in dem Vertragsland, mit dem Deutschland in Vertragen steht, dass dies
negative Auswirkungen gehabt hätten. Und deshalb ist diese plakative Verteufelung in der Öffentlichkeit von Schiedsgerichten so ungefähr, oh, da gibt es ein schlimmes Gericht, eine völlige Neuartigkeit, wobei wir ja selbst bei uns in unserem eigenen Rechtssystem danach trachten, viele Dinge vielleicht nicht vorläufig auf Gericht zu entscheiden, sondern in freiwilliger Vereinbarung manche Streitigkeiten auch beizulegen. Dass dies hier auch in diesem Bereich besonders notwendig ist. Und zwar zum Schutz der investierenden Betriebe in vielen Ländern der Welt und vor allen Dingen hier in dem Fall dann natürlich mit in Kanada. Und es geht darum, dass die Investitionen vor Diskriminierung geschützt werden. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass damit also staatliches Handeln beeinträchtigt wäre, wenn es neue Erfordernisse auch im Verbraucherschutz oder in vielen anderen Fragen mitgibt. Und Frau Kollegin Höhl, wenn Sie darlegen, dass es angeblich keinen Verbraucherschutz, vorsorgenden Verbraucherschutz in den Vereinbarungen gäbe, so, nein, das ist nur angeblich Ihr Vorwurf, sondern das bedeutet, natürlich ist Verbraucherschutz vereinbart, aber alles auf wissenschaftlich basierter Basis. Und es geht natürlich nicht, Verbraucherschutz zu vereinbaren, sozusagen nach dem Gift des Monats, das die Grünen erfunden haben. Nach diesen Kriterien kann man nicht Verbraucherschutz gestalten, sondern Verbraucherschutz muss auf wissenschaftlicher Grundlage letztendlich mitgestaltet werden. Das ist ein nachvollziehbarer Verbraucherschutz und nicht ein Verbraucherschutz, der in Kampagnen letztendlich also hier mit betrieben wird oder ein Schein von Verbraucherschutz hier auch mit zur Anwendung kommen sollte. Und dagegen wehren wir uns, liebe Frau Kollegin. Herr Kollege Straubinger, es gibt zwei Wünsche von Zwischenfragen. Die Kollegin Höhn und die Kollegin Künast, wobei sich die Kollegin Höhn als Erste gemeldet hat. Gestatten Sie diese Zwischenfrage? Ja, ich bin gerne bereit. Wobei es aber für die Kolleginnen und Kollegen, die ab und zu möglicherweise in die Pfingstferien wollen, dann auch natürlich eine Verlängerung bedeutet. Aber ich bin gerne, ich bin gerne bereit, die Fragen zuzulassen. Dann beginnen wir mit der Kollegin Höhn. Herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen, Herr Straubinger. Das war eine ganz entscheidende Aussage, die Sie eben gemacht haben. Es ist gut, dass hier alles protokolliert wird. In der Gentechnikforschung ist es so, dass 80% der Gutachten von den Unternehmen indirekt oder direkt finanziert werden, die die Gentechnikprodukte selber herstellen. Und natürlich sind diese Gutachten immer pro Gentechnik, ist ja logisch. Ein Unternehmen wird ja nicht ein Gutachten finanzieren, was dann Kriterien hat, die negativ sind. Unter diesen Gesichtspunkten hatte die EU bisher immer Vorbehalte gegen das sogenannte wissenschaftsbasierte Anerkennungsverfahren. Weil es ist de facto ein risikobehaftetes Anerkennungsverfahren, weil die Risiken ja nur von den Unternehmen sozusagen erforscht worden sind, die auch davon profitieren. Sie sagen jetzt, genauso muss es gemacht werden mit diesem wissenschaftsbasierten Verfahren. Heißt das für die Verbraucher nicht, dass sie an beiden Seiten das Negative haben? Sie kriegen die Gentechnik, so wie es die Nordamerikaner wollen, aber sie haben nicht die Haftungsrechte, die sie in Amerika haben. Mit ihrer Haltung ist es sogar schlimmer für die Verbraucher hier in Europa als für die Verbraucher in Amerika, was Sie vorhaben. Das ist ja wirklich das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann, Herr Straubinger. Das geht ja überhaupt gar nicht. Frau Kollegin Höhn, Sie wissen haargenau, dass wir die grüne Gentechnik ablehnen in Europa und deshalb wird sie auch nicht den Zutritt haben. Ganz einfach. So ist es. So, jetzt kommt die Kollegin Künast zu ihrer Fragestellung. Also, Herr Straubinger, das Einzige, was ich jetzt gut fand, war der Satz, den Sie gesagt haben, Sie wissen genau, dass wir die grüne Gentechnik ablehnen. Vor 10 Jahren ist Ihnen das auch noch nicht über die Lippen gekommen, da hätte sich eher Ihr Stift verbogen oder sonst was, aber ist ja schon mal was. Sie haben bei dem Thema Verbraucherschutz, und welchen Prinzipien folgt das, von wissenschaftsbasiert geredet. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass es hinsichtlich der Frage der Prinzipien in Europa und in den USA oder in Kanada
eine grundsätzlich andere Herangehensweise gibt. Bei uns ist es das Vorsorgeprinzip, das Precautionary Principle, das sagt, wenn es wissenschaftliche Hinweise darauf gibt, für eine bestimmte Wahrscheinlichkeit eines Schadens, dann gehen wir los zur Sicherheit der Verbraucher, ihrer Gesundheit oder der Umwelt und sagen, diesen Stoff lassen wir nicht zu oder sagen, er ist nicht verkehrsfähig. Während die Amerikaner eher dem WTO-Prinzip folgen und sagen, erst wenn, ich überziehe es mal etwas, weltweit alle Wissenschaftler sagen, das ist gefährlich und löst bestimmt Krebs aus, erst dann würden die Amerikaner einen Stoff verbieten und aus dem Verkehr ziehen. Das sind nicht zwei identische Prinzipien. Und ich frage Sie, wie meinen Sie, dass man in CETA sicherstellen kann, dass unser Vorsorgeprinzip, mit dem wir alte, junge und Babys vor gesundheitlichen Gefahren schützen in vielen Dingen, wie soll das denn bei CETA verankert werden, wenn es nicht drinsteht und bekräftigt ist an der Stelle, sondern eher droht, später in der regulatorischen Kooperation unter die Räder zu kommen? Ich weiß nicht, wie Sie das machen wollen. Sie reden es einfach nur weg. Frau Kollegin Künast, wir reden hier nichts weg, aber dieser vorsorgende Verbraucherschutz, der bei uns die Gültigkeit hat, der findet auch tagtägliche Anwendung. Und wir haben ja gestern auch eine Frage entschieden, hier, was heißt im Parlament ja mitgehabt. Und hier gibt es eben auch auf wissenschaftlich basierter Basis, wurde dargelegt vom Bundesministerium für Landwirtschaft. Und aufgrund natürlich der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der wissenschaftlichen Erarbeitung durch das nachgeordnete Behörde, dass der Wirkstoff Glyphosat hier eine Zulassung also bekommen soll. Also das ist auch im Vorsorgeprinzip letztendlich mit entstanden und nicht unter dem Gesichtspunkt der Kampagnenfähigkeit in einzelnen Teilen, die wir mithaben. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier dies beherrschen können. Und angesichts dessen, dass in Amerika auch Verbraucherschutzgültigkeit hat, das werden Sie ja wohl nicht bestreiten, Frau Kollegin Künast, dann werden wir sicherlich auch vernünftige Regelungen und Umsetzungen dann damit haben. So. Herr Kollege Straubinger, Sie haben schon ausführlich und außerordentlich freigebig Zusatzfragen, Zwischenfragen zugelassen. Es gibt eine weitere vom Kollegen Bartel. Jawohl. Würde ich dann allerdings vorschlagen, dass wir etwas zurückhaltend sind nach dieser Zwischenfrage. Ja, genau diese sollte nämlich meine Zwischenfrage auslösen, denn Kollege Straubinger, geben Sie mir recht, dass zu alledem, was jetzt hier in Zwischenfragen an Textbausteinen von CETA uns um die Ohren gehauen wird, kein Antrag heute hier vorliegt und wir darüber jetzt eigentlich gar nicht beraten. Und dass zweitens, der grünen Antrag steht ja heute gar keine zur Entscheidung an und die anderen auch nicht. Und das Zweite ist, dass genau das Verfahren, das die Koalition mit vorgeschlagen hat im Wirtschaftsausschuss, nämlich jetzt in Ruhe darüber zu beraten, wenn der deutsche Text vorliegt und genau dann all diese Probleme zu wälzen, die jetzt hier vorgetragen werden, dass das genau der Sinn und Inhalt unserer Bestrebungen ist und dass es uns jetzt hier überhaupt nicht weiterführt, uns links und rechts einzelne Kapitel von CETA um die Ohren zu hauen. Da haben Sie, Herr Kollege Bartel, völlig recht, dass diese Verfahren also das richtige Vorgehensweise also mit darstellt. Aber ich habe offensichtlich den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen der Opposition lieber vorher immer diskutieren, um stärker über Mutmaßungen zu diskutieren, als wie über Inhalte. Und deshalb also pflichte ich Ihnen bei, dass wir das Verfahren ganz geordnet sozusagen also tätigen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur zum Schluss feststellen, die deutsche Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein gehöriges Interesse daran, dass wir mit internationalen Vereinbarungen weiterhin also positiv auf die Märkte also mittreten können. Das gilt für viele Bereiche und vor allen Dingen damit ermöglichen wir auch, dass Arbeitsschutzstandards auch in den Ländern mit angehoben werden. Es hat noch kein einziges Abkommen dazu geführt, dass Arbeitsschutzstandards geschleift worden wären, lieber Kollege Ernst, wie es immer auch befürchtet wird. Und beste Beispiele sind ja auch über Handel, insbesondere auch
wenn man über den Zugang von Entwicklungsländern zu unseren Märkten hier auch mitredet, aber unsere Handelsunternehmen beauftragt werden, letztendlich Vereinbarungen zu schließen, dass Kinderarbeit verboten ist, dass bessere Arbeitsschutzstandards geschaffen werden, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann in diesen Ländern zu schützen. Also wir sollten nicht so viel Ängste hier in die Gesellschaft hineintragen, Ängste hineintragen, die in keinster Weise begründet sind, sondern im Gegenteil, die letztendlich vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, Hilfestellung geben und Positives bewirken. In diesem Sinne, herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit. Für die